mein Team hat das Problem auch schon erkannt. Was denn? Ich sollte Renningenieur werden. Das Problem mit den Reifen. Die hier zu schnell abbauen, ja? Ja. Also die Hochrechnungen sind echt schon Arsch hier auf der Strecke. Ja, meine Strategie, ich kann sie ja sagen, wird nicht darauf hinauslaufen wahrscheinlich. Wäre jetzt nach dem Soften hier nochmal auf Super Soft zu gehen. Naja. Aber ich bin jetzt aktuell bei knapp 45%. Ja, 47%. Mit dem Soft? Ja. Ja, dann hatte ich noch nicht Soft, letztes Mal das Problem, dass ich dann auch auf 1 irgendwann rumgedüst bin und dann mir die Reifen einfach mega das Rennen verhagelt haben? Weil ich so weit vorne gestartet bin und Bolle dann auch Erster geworden ist, war das nicht so? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass du, glaube ich, strategietechnisch was ändern musstest. Ja, eben. Aber ich bin gerade echt am Überlegen, weil das macht keinen Sinn. Warum soll ich mal nicht gehalten haben? Deswegen musste ich ja ändern. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt am sinnvollsten? Teamkollegen jetzt zum Beispiel in der Boxen lassen. War das nicht das Rennen, wo wir alle einen Stopp mindestens mehr machen mussten? Ja, glaube. Aber ich habe dann, glaube ich, 4 Stopp anstatt 3 gehabt. Und du hattest 3 anstatt 2, weil du hinten gestartet bist und bist dann an mir vorbeigezogen. Ja. Oh, das war doch die Geschichte, wo ich dann ganz am Ende nochmal den Notfass auf den Kopf hatte. Ja. Also das ist gerade echt nicht so easy. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier der Einzige bin, der sich da so den Kopf zerbricht. Nee, ich auch. Ich habe ja dasselbe Problem. Weil dass ich halt nicht mit irgendwas auf gestartet bin. Ich müsste so eigentlich knapp 20 Runden rumfahren. Also jetzt noch knapp 5-6 Runden sollte man fahren mit dem. Mindestens. Damit es sich am Ende ausgeht mit dem Stand, weißt du? So, die sind jetzt ja schon eher lutschig. Ich habe jetzt auch schon wieder 40% drauf. Und der Altersstand ist ja wieder, das ist ein Problem. Ich würde ja gerne wissen, was der gerade für einen Reifen hat. Was für seine rechtliche Strategie ist. Das kann ich dir leider noch nicht sagen, ich weiß nämlich selber noch nicht. Kannst du mir denn sagen, was für ein Reifen da drauf ist? Soft. Du bist rein als Safety Car. Jo. Das heißt, du musst auch so irgendwie 40-50% wahrscheinlich. Nee. Besser oder schlechter? Ja. Das wüsstest du jetzt gerne. Ja. Sorry, damit kann ich mich nicht. Das ist nämlich gerade die. Eine der allentscheidenden Fragen, ne? Ich bete einfach, dass ich noch einen Satz Supersoft dabei habe. Ich habe ja auf jeden Fall noch einen Einsatz Super Soft. Ja, weil ich jetzt hier einen Satz Super Soft schon gefahren. Schaffe ich es bis dahin. Dass ich Ultra Soft noch massenhaft darf, das weiß ich. Die Frage ist jetzt bei mir, soll ich jetzt Super Soft Gas geben? Alter, wie viel der Platz bist du? Gerade 7. Aber hoffentlich gleich 5. wenn das klappt. Ignorieren wir mal, ne? Nee, Vettel und Ricardo geben sich nicht platt. Ich versuche daraus jetzt Kapital zu schlagen. Und es funktioniert. Ich habe beide überholt. Hallo. Ey, und ich musste mich mega durchkämpfen, weißt du? Ich hänge erst ein paar Runden unter Ericsson, dann ein paar Runden unter Sainz, dann komme ich vorbei, weil die in den Kurven immer schleichen. Echt zum Kübel, Mann. Das ist interessant. Sie schlagen mir jetzt gerade die Strategie vor, die ich mir gerade im Kopf auch ausgemalt habe. Doppel-Ultra. Ha? Doppel-Ultra? Doppel-Ultra wirst du nicht schaffen.
Ach ja, das ist auch wieder eine Scheiße mit den Reifen hier. Ja, und nicht das halten, nicht mal ansatzweise, weißt du, was eigentlich vorgegeben ist. Ja. Dann sollten sie das Spiel patchen und sagen, okay, hör zu, ihr schafft das gar nicht. Ja, weil guck mal, überleg mal, Supersoft war theoretisch Runde 13 bis 15, ich musste 7 rein, weil die schon bei 60% war. Oder 8. Das ist halt schon echt heftig. Oder eine 14-1 jetzt letzte Runde gefahren. Achso, das ist ja die In-Lab gewesen. Bist du in die Box gegangen oder Wolle? Wolle. Ich bin gerade echt am überlegen, Alter, ich muss die Zeiten im Auge behalten. Das ist so einfach, gell? Ja, vor allem, ich habe halt Schiss, dass ich nur noch einen Satz Supersoft mit hatte. Ja, genau, schießt mich ab, ihr Arschgeigen! Och Mann, ihr könnt mich doch alle am Arsch lecken, Mann. Dankeschön, das war's mit dem Rennen. Ach, ihr seid doch Pisser, Mann. Dankeschön. Danke, danke, danke. Kim, du könntest überlegen, wenn du noch einen Soft hättest, nochmal auf Soft zu steigen und dann. Bitte? Ja, auf Soft könntest du durchfahren. Ich hatte gerade den Soft drauf, wurde in der Kurve abgeschossen, Flügel kaputt, ich darf nochmal rein. Yes! Herzlichen Dank. Oh, ich hab kein. Oh, ich kann nochmal durch die Box. Oh nein. A, nein. Sie haben den Flügel nicht gewechselt. B, sie haben. Alten Reifen? Oh, und sie haben die alten Reifen rausgeschmissen. Dann hat es keine frischen mehr. Leck mich doch am Arsch. Was hast du genommen? Hä? Was hast du genommen? Software oder? Ja. Ich hab gar keine Soft mehr. Super Idee, liebe Freunde, dass man natürlich sagt, ja gut, der Flügelschaden reparieren ist gerade auf. Nein, ne? Wenn du komplett ohne Flügel fährst, dann reparieren wir den auch nicht, ne? Leck mich doch am Arsch, Mann. Da fahren sie zu zweit nebeneinander, ich setz mich innen rein, in der Rechtskurve und sie ziehen in mein Heck hinten rein. Das Alter gewinnt jetzt, ne? Ich schreibe einen fetten Nuller. Das ist doch scheiße. Ich geh mich von rechts, ne? Jo. Ach, so macht das doch alles keinen Spaß. Alter, schau mal, ich gehe am Ende dieser Runde in die Box. Alles klar. Single von Inkompetenz. Fertig, los jetzt. Schön ist mit den Reifen, werde ich wahrscheinlich wieder nicht zu Ende fahren können. Auf was wolltest du denn wechseln? Warte, jetzt? Ja. Jetzt habe ich mir die Ultras aufgeschnallt, weil ich nicht mehr wusste, wie es mit dem Software ist. Der Supersoft. Okay. Ach, Mann. Jetzt sind alle in der Box irgendwie, kann das sein? Keine Ahnung, ich bin 21. Das ist eh scheiße da jetzt. Nee, also die Spitzengruppe jetzt. Weiß, hätten sie mich nicht abgeschossen, hätte ich auf Soft, also Super Soft, richtig schön Gas geben können und am Ende noch entscheiden können, ob ich noch auf Ultra gehe. Also Bolle, ich bin jetzt bei 44%, falls du es wissen wolltest. Ja, das ist scheiße. Also bei mir halten die Reifen echt extrem gut.
Es hätte eigentlich ein ziemlich geniales Rennen geben können. Ja, sauber. Hätte. Wer ist da gerade Anfang statt Ziel? Ich. Das erste Mal? Ja. Überrunde es mich gleich. Wie lange hält der Supersoft? Theoretisch. Ich hatte eine halbe Runde ungefähr. Ich weiß aber nicht, ob ich noch einen frischen habe. Nicht, dass sie mir den alten aufschneiden. Ja, eben deswegen bin ich auf Ultrasoft gegangen, einfach um es nicht zu riskieren. Ja, ich könnte den Soft jetzt auch einfach noch ein paar Runden fahren und dann auf Ultra gehen. Dann hätte ich im Prinzip die volle Strategie gemacht, nur umgekehrt. Ja. Du bist auch Ultrasoft gestartet, Rolle, ne? Kim, du bist Zweiter. Ja. Bedrückte Stimmung. Bisschen. Das ist so lächerlich. Weißt du, wenn es wenigstens eine Aktion gewesen wäre, wo ich dann einen Fehler gemacht habe oder wo ich irgendeine Scheiße mache, wo ich irgendwo was extrem Riskantes mache, ja, okay. Aber ich in der Rechtskurve mich innen reinbremse, wenn sie links nebeneinander sind, sie mir links ins Auto reinfahren, das verstehe ich einfach nicht. Das ist so dumm. Weiß einer von euch, wie groß das Delta ist? Nee, was ist das Delta? Keine Ahnung. Ich hatte zwar jetzt oft genug die Chance, aber keine Ahnung. Kannst du dir sagen, welchen ich meine? Hat doch eine Kurve, Mann, was ist denn daran so schwer? Wollt mir immer echt vor Rennstart merken, wie viel Reifensätze ich insgesamt habe, Alter, von welchen. Ja. Echt unfassbar. Ansonsten hätte ich jetzt auf Supersoft gewechselt und wäre safe, weißt du? Aber jetzt muss ich echt halt Reifen einfach machen. Nur normal markieren. Ja, oder eben anzeigen, so in einer kleinen Klammer oder so, das reicht ja schon. Das reicht ja schon, wenn sie das machen wie in der echten Formel. Ja, ja. Ausgemalt oder eben nicht ausgemalt, ne? Ja. Programmieren über Safety Car, das ist bei jedem mehr Spaß kommt. Ja, macht er. Bei jedem Rennen haben wir Safety Car. Ziemlich, ja. Nicht ziemlich, ich glaube bei jedem. Wir hatten in zwei Rennen oder so hatten wir ohne. Sicher? Ich glaube noch nicht mal. Keine.
war glaube ich die, die ich gewonnen habe. So, und ab ins Bäckchen. Kim, ich glaube, du wirst mich kriegen. Ja. Scheiße. Ja, nur du hast deutlich bessere Reifen. Joa, deutlich weiß ich nicht, ein bisschen vielleicht. Oh, so viel ist das nicht. So viel was? So viel Abstand, den ich zu dir habe. Nee. Dann ist das Delta ungefähr bei 19 Sekunden. 18, 19 Sekunden. Du musst diese Runde reinkommen. Nein, muss ich nicht, Jeff. Ich muss nicht diese Runde reinkommen. Warum muss ich denn diese Runde reinkommen? Das ist die Einseite. Ich fahre auch schon, gar nicht. Ich muss. Okay. War eigentlich echt bitter. Muss reichen, geil. Hätte ich gewusst, dass ich safe noch einen Supersoft hab, Alter. Boah. Ja. Dann wäre ich jetzt safe, hätte ich gewonnen, Alter. Also ich muss echt die Reifen im Auge behalten, weil ich bin aktuell bei 33% vorne. Und rechts, ne? Ja. Oh. Ah, passt. War schon Seitenboxen-Stop, Alter, fahr ich auf Mager durch die Gegend, gell? Wenn ich die Reifen nicht so hart angenommen habe. Oh ja, die Bomben sind schnapp. Und so lieber zweiter Platz bitte mitnehmen. Naja, klar. Beide in der Altersstadt ein bisschen Abstand zu mir. Und Wolle provoziert dann nochmal ein Safety. Und ich kann gerade noch so in die Box abmachen. Das war unser letzter Boxenstopp. Braucht man. Ach Mann! Ja, komm, die 1.10. Bock ab. Ich fahre eine 1.13.4 auf Ultra. Ich will ja die 1.10er Marke knacken. Ich hab das noch nie geschafft hier. Ich will ins Ziel kommen. Ich wäre gerne Erster gerade. Leute, das habe ich auch noch nie gehört. Der Benzinstand sieht super aus, du hast ihn toll im Griff. Was war hier? Nur mit den Reifen, das ist so eine Sache. Läuft bei dir, Alter. Ich habe schon fast 6 Sekunden rausgefahren. Alter, ich fasse es nicht. Ich habe die schnellste Runde gerade in der letzten, im letzten Turn weggeschmissen. Ey. Ja, das. So, nur so wenig. Ah, nein, komm rum! Oh. Wir haben
scheiße. Oh, da. Nice, Bolle. Bolle. Hab ja sonst nichts zu tun. Da ist 19. Sag ja, ich wäre jetzt gerne wieder Erster. So. Das ist gut, die Leute hinter mir, die betteln sich, das ist nice. Weil ich nicht so viel Zeit auf die. Alter, wie sehen deine Ultrasoft aus? Prozentualmäßig? 27. War schön, dass er mir anzeigt, dass ich jetzt in den Bock gehen wollte. Klar, ich habe ja sonst nichts vor. Wie viele Runden habt ihr jetzt noch? Zwei. Also diese und die nächste noch? Yes. Was? Ja, ich wäre jetzt nochmal reingegangen, hätte man was gemacht. Nee, das wird nicht mehr gehen. Ich habe das auch überlegt, aber das Abstand zu geben leider zu klein. Mein Abstand zu dir ist wiederum zu klein, weil sonst wäre ich überwunden und könnten wir noch. Ja. 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 Ah, ist das schön. Ricardo und Hamilton dachten so, sie kommen jetzt gerade ran. Gleich mal kurz auf Fett gestellt, Bremsbalance wieder ein bisschen nach vorne. Weil ich jetzt weiß, dass die Reifen passen, zack, 3 Sekunden in 2 Sektoren draufgepackt. Na, der Ultrasoft lässt sich eigentlich sehr gut fahren, also auch, ja, ja. Hält auch gut. Hätte ich das gewusst, wäre ich schon früher gewitzelt. Naja, gut, wie gesagt, bei mir ist er jetzt aktuell schon auf 60%. Okay, ich habe 33. Aber ich habe die Reifen einfach viel zu heftig penetriert und dann kamen noch die ganzen Zweikämpfe dazu, das ist natürlich auch. Ja, guck mal, wann habe ich denn dich überholt? In Runde 32? Weiß nicht, kurz nachdem du aus der Box raus bist. Ja, ich meine, es wäre Runde 32, 31, 32 gewesen. Und ich habe jetzt 15 Sekunden. Ich bin ja die ganze Zeit seit meinem Boxenstopp, bin ich auf Mager gefahren. Okay, ja gut. Weißt du, also damit die Reifen der Bremsbalance nach hinten gestellt und 52 effektiv gemacht. Ja. Hab Benzin auf Mager gestellt, damit die Reifen hängen. Weil wenn ich das alles auf Standard gefahren wäre, ja, ja, dann Bremsverteilung und so, hätte ich hundertprozentig nochmal stoppen müssen. Das wäre scheiße. Ja. Das mit der Reifenanzeige, das ist echt ein Problem bei dem Game so ein bisschen. Weil hätte ich gewusst, okay, ich habe safe noch einen super soften, wäre ich vor dir rausgekommen. Und ja auch. Erster geworden. Aber Glückwunsch, Alter. Dankeschön. Ja, hätte mich sehr gefreut, hätten wir da einen schönen Kampf noch gehabt. Das ja. Natürlich noch interessant geworden. Dreier Kampf wäre ganz. Die KI hat sich gedacht, nö, den führen, den schießen wir mal hier mal. So, Zeit warst du nicht. Ja. Das ist ein bisschen scheiße. Ein bisschen, aber ich glaube, es hat keiner gemerkt. Das ist halt geil, wenn man halt in der Kurve, die nach rechts geht, nach links abgeschossen wird. Macht Sinn. Rosberg auf 11 nach dem Crash. Und Ziel. Genau, ich bekomme 10 Sekunden Zeitstrafe dafür. Was für was? Keine Ahnung. Habe ich halt 13, mach den Braten auch nicht fest. Ja. Oh, fertig. Zwei Stopp.
Also das Ergebnis ist extrem hart und extrem frustrierend gerade. Ey, ja. Kiat mit einem Stopp. Dachte ich mir auch. Gott. Warte, wie viel hab ich? 10? Ah, guck dir mal die besten Na dran, 5. an, den Vergleich, weißt du? Ja. Da ist Max Verstappen mit einer 11 dabei. Er musste dreimal stoppen. Rosberg, der eine 11 hatte mit 3 Stops. Raikön mit einer 11, auch 3 Stops, weißt du? Und mit 30 verlierst du da einfach. Und wir machen 10er Zeiten oder 9er Zeiten mit 2 Stops. Ja, aber. Und 5. Ja. Und 5, ja. Ja, ich musste ja auch, weißt du, ich musste halt auch echt wie ich reinkommen, weil das war echt. War knifflig, was die Reifen angeht. Schade bei dir, Bolle. Ja, das war echt schade. Sonst hätten wir. Sag mal, wer hat mich denn da ab? Hinten in der Rennleitung. Jensen Button. Runde 22. Kollision mit Plaggeschalt verursacht, ja. Das war dann nicht wahrscheinlich. Also der Vorfahrt zumindest. Ja, ein bisschen Das ist also eigentlich ein super Rennen gefahren, ohne Probleme. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre zwischen Altach und mir. Das wäre auf jeden Fall eine interessante Geschichte noch geworden. Also ich hatte eine richtig, richtig gute Pace. Besonders der Soft war richtig geil. Und mit dem konnte ich die ganze Zeit attackieren. Und der Reifen hat so schlecht, also so wenig abgebaut. Ich bin ja 1,11er Zeiten gefahren mit dem Soft, mit dem gebrauchten Soft. Da hatte der schon 30-40% drauf und ich war 1,11,7. Also ja. ich fand den Soft Hammer. Müssen wir mal schauen. Also liebe Freunde, dann sind wir schon im Ladebildschirm für das nächste Rennen. Aber da sehen wir nochmal die Punkte. Großbritannien, aber genau, wir sehen nochmal die Punkte. Altert führt jetzt mit 152 zu 125. Das sind, warte mal, 5, 6, 27 Punkte waren es, glaube ich, dann. Ich habe Nuller, du hast 2 Punkte Vorsprung, ja. Müsste hinkommen. Ne? 27 genau. Punkte, das heißt, du hast mindestens einen Nuller locker drin, logischerweise. Dann hatte ich ja auch. Ja, dann sehen wir mal, was in Großbritannien möglich ist. Da ist ja bekanntlich die KI relativ stark gewesen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann eben in Großbritannien. Bis dahin, macht's gut. And may the fun be with you.